So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Tutorial, nämlich wie kochen wir eigentlich in Valheim? Ganz simpel, was benötigen wir dafür? Erstmal natürlich unseren Hammer, ich habe den immer auf der 8 sitzen. Dann Rechtsklick, dann benötigen wir auf jeden Fall unser Lagerfeuer. Das Ganze kostet 5 Steine, 2 Holz. Aber ich denke mal, ein Lagerfeuer habt ihr zu jeder Zeit. Solltet ihr allerdings euer Feuer, keine Ahnung, falsch positioniert haben, denkt dran, mit der Taste, wenn man aufs Mausrad klickt, kann man das Ganze wieder abreißen. Ihr bekommt die Materialien auch direkt wieder zurück. Also man kann das Feuer hinsetzen, eigentlich wohin man will, außer natürlich hier in so eine Schräge, da geht es natürlich nicht. So, wir setzen das Ganze jetzt mal hier hin. Zack, Feuer auswählen, Linksklick, da brennt unser Feuer. Jetzt, was benötigen wir noch für die Feuerstelle? Richtig, wieder unseren Hammer. Zack, Rechtsklick. Hier werden wir das Ganze nicht finden, aber bei Herstellung, weil wir wollen ja Essen herstellen. Und hier haben wir dann unsere Kochstation. Dafür benötigen wir wieder 2 Holz. Das Ganze stellen wir dann, da müssen wir nämlich aufpassen, ziemlich nah ans Feuer, weil hier hinten wird das Ganze natürlich nichts bringen. Wir müssen schon so hin ans Feuer, dass es auch funktioniert. Einmal Linksklick hin. Ich gebe euch direkt den Tipp, baut 2 hin. Warum direkt 2? Deshalb, weil ihr könnt halt dann gleichzeitig 4 Fleisch auf einmal machen. Wir machen das Ganze jetzt auch mal, weil ich habe hier 3-mal rohes Fleisch und 3-mal Nixenschwanz. Auch diese kann man kochen. Ich werde aber noch ein Video dazu machen, wo ihr den Nixenschwanz herbekommt, weil das hat nämlich auch damit zu tun, was die beste Kombination vom Essen ist am Anfang. Wir gehen jetzt einmal mal hin, zack, erstmal hier aus dem Menü wieder raus. Wenn ihr jetzt was kochen wollt, einfach E, dann nochmal E, nochmal E, nochmal E. So, jetzt haben wir die 4 Fleisch drauf, einmal die unsere 3 Schweinshaxe und einmal unseren Echsenschwanz. So, jetzt brutzelt das Ganze schön vor sich hin. Sieht man auch, ja, so sieht man es, es wird jetzt ganz langsam braun. Und ihr müsst bitte dabei bleiben beim Kochen, denn solltet ihr jetzt einfach, keine Ahnung, ihr denkt jetzt, ach, ich brauche noch ein bisschen Fleisch, wir gehen mal. Ihr habt schon gehört, guckt, ihr habt dieses Zischen gehört, jetzt ist das Essen bereits fertig. Solltet ihr allerdings warten, wir machen das Ganze jetzt mal einmal. Hier mit dem Echsenschwanz machen wir das Ganze. Hier hinten haben wir schon wieder 9 hingesetzt, die sind schon angewohnt, viel zu schnell drücken. So, und guckt, zack, wie ihr seht, es hat sich verändert. Gucken wir schnell in unser Inventar. Ja, wie ihr seht, schon wieder neue Rezepte. Jetzt haben wir Kohle hergestellt. Aber wir wollten ja eigentlich was zu essen haben, also bleibt definitiv beim Kochen dabei. Es ist wie zu Hause. Wenn ihr einfach euren Herd anmacht, schmeißt euer Fleisch rein, geht 10 Minuten irgendwo anders hin, wird das Ganze schwarz. Genauso ist es hier auch im Spiel. Also, Kurzfassung ist, ihr braucht eine Feuerstelle, eine Kochstation. Am besten baut ihr euch direkt 2 zusammen, damit ihr 4 Fleisch auf einmal machen könnt. Bleibt beim Essen dabei, dann das Essen mit E wieder einsammeln, mit E drauf tun und wartet nicht zu lange, sonst habt ihr halt wie ich hier jetzt eine Kohle. Aber ich denke mal, das kriegt ihr soweit hin und in dem Sinne würde ich mich natürlich freuen, gerne ein Abo da lassen, gerne ein Like da lassen. Vielleicht sehen wir uns im Livestream, gerne auch da vorbeischauen und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und haut rein. Ja, haut rein. Ich komme nicht von meinem Bildschirm weg. Also in dem Sinne, haut rein.